So, dann ja, ich würde sagen, wir legen direkt los, holen Rohstoffe. Ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen schadet die. Wir verschwinden hier einfach mal in irgendeiner Höhle, sofern wir eine finden. Na, hier finden wir zumindest schon mal Kohle. Wenn auch nicht sehr viel. Aber wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Oder, naja, irgendwie sowas halt auf Minecraft umgemünzt. Dann gucken wir mal. Hier geht's schon ein bisschen rein. Naja, oder auch nicht so richtig drin war das jetzt nicht. Machen hier überall schön Licht an. Dann kann auch nichts Komisches spawnen. Dim, 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 dim. Tja, die Sonne geht unter. Gleich beginnt die Zeit des komischen Gesocks. Ach, so wenig bringt ein Schwein nur, dann würde ich sagen, wir ernten besser mal noch schnell eins. Ah, das hat viel gebracht. Und dann regenerieren wir hier ein bisschen HP, das ist ganz gut. Ah, hier waren wir noch nicht drinne. Muss mal gucken. Oder war das nur das Schwein? Ich dachte nur, ich hätte was gehört. Vielleicht habe ich auch Paranoia oder auch nicht. Oh, sehr gut. Ja, jag dich da hinten in die Luft. Nicht bei uns. Oh, sehr gut. Ah, mehr Fackeln haben wir hier gar nicht mehr erstmal. Schnell ein paar neue produzieren. Oh doch, wir haben noch Fackeln, aber wir werden hier gerade abgeschossen. Wo ist der Bösewicht? Hm, komisch. Da kommt ein Spinnchen. Ja, komm nur her, du. Na los, trau dich, trau dich. Tja. Ja, wo der Schütze ist, das ist mir immer noch ein Rätsel. Da war der hier drinne. Naja, wir gucken jetzt erst noch mal hier. Ach, da unten drin. Unter aller Sau ist das hier. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt. Aber erstmal ernten wir das Eisen. Oh, noch mehr. Eisen, Eisen. Können wir alles gebrauchen. So, dann produzieren wir mal noch schnell ein paar Fackeln. Jetzt, wo wir gerade nicht beschossen werden. Wieder her mit den Stöcken, die brauchen wir bestimmt noch. Eine düstere Höhle. Dann habe ich meinen ersten Überblick hier. Na, da wird wohl nichts reinkommen. Und können hier erstmal in aller Ruhe das Eisenerz holen.
Leider haben wir gar keine Fackel mehr, deswegen werden wir auch wahrscheinlich bald erstmal zurückgehen. Aber erstmal holen wir noch alles, was hier zu holen ist. Oh, das ist auch noch Kohle. Mach mal den Block auch noch weg, dann sehen wir. Oh, das war nicht so klug. So, sonst sehen wir hier gar nichts. Oh nein, die Spitzhacke ist kaputt. Ich glaube, mit Holzspitzhacken kann man keine Kohle abernten. Mit anderen Worten, wir gehen gleich zurück. Aber erst bauen wir noch ein paar nette Fackeln. Oh, was ist da? Ach nee, das ist nur komisches Gras. Hier können ruhig auch noch ein paar Fackeln hin. Nicht, dass dann hier im Rücken irgendwas komisches spawnt. Aber fürs Erste sieht es wirklich so aus, als wäre hier wirklich alles gesichert. Tsching, Tür zu. Wir brauchen einen kleinen Hochofen. Ja, dann verfackeln wir einfach mal diese Klötze hier. Mal gucken, nee, wir haben nichts, was wir noch verbrennen können. Wir könnten nur einen Baum pflanzen. Oh, wir sind so naturbewusst und nachhaltig orientiert hier. So, weg mit dem Ding. Wir haben Hunger. Wir haben noch mehr Hunger. Oh, da kam viel raus. Das hat sich gelohnt. So, jetzt sind wir voll gefressen. Da kommt ein Bösewicht. So. Hat er noch gepasst? Oh, da kommen noch mehr. Wo kommen die denn alle her jetzt hier? Oh, noch mehr. Es werden ja immer mehr. Ich dachte, hier die Ecke wäre sicher. Erstmal hier in unser Haus rein und schnell die Treppe hoch. Dann packen wir mal hier ein paar Waffen auf die Leiste. Oh, kann der Kleine die Treppe hoch oder wie? Los, geh kaputt. Oh, oh. Puh, also. Ja, wir respawnen erstmal und sind doch gar nicht so weit weg von unserem Todesort. Die Zombies kommen schon wieder alle. Also ich frage mich wirklich, wo die alle herkommen jetzt hier. Das sind echt sau viele. Boah, da können wir noch mehr. Was zur Hölle ist hier los? Boah, was ist das für eine Armee hier? Ich glaub's ja nicht. Zum Glück fackeln die gleich alle ab irgendwann, aber wo kommen die denn her? Wir haben extra so viele schöne Fackeln gesetzt, da dachte ich, dass wir hier eigentlich sicher wären und nicht hier solchen Zombie-Armeen gegenüberstehen müssten.
So, weg mit den Viechern. Ja, der hält ein bisschen länger aus, wie es aussieht. Der hat doch eine Rüstung an oder sowas. So. Naja, schlussendlich stirbt doch er. Wir sammeln mal das Zombie-Fleisch ein. Das macht einem zwar nicht immer so ganz fit, aber besser als nix. So, futtern uns erstmal wieder voll. Der erste Schreck hier ist überstanden. Vielleicht müssen wir hier doch noch irgendwas bauen, damit wir hier wirklich sicher sind gegen den Zombie-Angriff. Nun gut, wir haben das Zombie-Massaker überlebt, haben ein paar Rohstoffe gesammelt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö!